Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2022 und herzlich willkommen zur heutigen Vortragsveranstaltung des Forschungskollegs. Ich darf die ehrenvolle Aufgabe der Begrüßung, wie gesagt, heute übernehmen und freue mich mit Ihnen zusammen heute auf den Vortrag unseres Postdoc Research Fellows Dominik Brabant. Herr Brabant hat einen Vortrag angekündigt mit dem Titel Dialoge der Blicke, der Bilder und der Gattung, Überlegungen zu den dialogischen Strukturen in der Genremalerei Valentin de Bolognes. Und zunächst wird nun aber Herr Dietrich den Herrn Brabant kurz vorstellen. Und damit übergebe ich das Wort an Herrn Dietrich. Ja, vielen Dank und auch von meiner Seite wünsche ich Ihnen noch ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, es hat für alle gut begonnen. Für uns beginnt es nun schon mit der ersten Veranstaltung im noch jungen Jahr mit dem Vortrag unseres eigenen KU Research Fellows Dr. Dominik Brabant. Und es ist mir eine große Freude, Ihnen vorstellen zu können, bevor wir uns dann ganz auf seinen Vortrag konzentrieren können. Also Dominik Brabant ist seit 2013 akademischer Rat hier an der KU und davor war er seit 2011 wissenschaftlicher Angestellter. Promoviert hat er 2013 an der LMU im Fach Kunstgeschichte mit einer Arbeit zur Interpretationsgeschichte des bildhauerischen Werks Auguste Rondins zwischen Moderne und Postmoderne. Und er wurde dort gefördert von der Deutschen Studienstiftung und auch dem Deutschen Forum für Kunstgeschichte in Paris, wo er 2009, 2010 Fellow war. 2008 davor hat er sein Studium abgeschlossen im Studiengang Historische Kunst und Bilddiskurse an dem Elite-Netzwerk Bayern, das aus der LMU, KU und Universität Augsburg bestanden hat, mit einer Magisterarbeit an der LMU. Und dort war er auch Gaststudent an der École Normale Supérieure in Paris. Heute wird der Studiengang als Aesthesis, Kultur und Medien an der KU fortgeführt und dort unterrichtet er auch unter anderem. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Skulptur und Plastik der Moderne, insbesondere zu Auguste Rodin und die Debatte um sein Werk, Kunstkritik des 19. und 20. Jahrhunderts, Fachgeschichte und Methodik der Kunstgeschichte, Geschichte der Genremalerei und des soziologischen Sehens, sowie auch Barock als Konzept und Denkfigur. Er ist in all diesen Bereichen wirklich schon umfangreich veröffentlicht. Zahlreiche Aufsätze und Beiträge sind erschienen oder in Vorbereitung. Dafür möchte ich nur die größeren Publikationen jetzt hier hervorheben. Zum einen die Monographie Rodin-Lektüren, Deutungen und Debatten von der Moderne zu Postmoderne, erschienen in Köln 2017. Und diese Veröffentlichung gibt es auch im Open Access Format, also online abrufbar. Dann eine Herausgeberschaft mit Marita Liebermann zur Barock-Epoche ästhetisches Konzept Denkform, Würzburg 2017. Und in Vorbereitung ist mit Britta Hochkirchen der Band Temporalität, Ambiguität, Latenz, ästhetische Eigenlogiken des europäischen Genrebildes der 2022 erscheinen soll, basierend auf einer Tagung an der KU und auch nur eine der vielen wissenschaftlichen Veranstaltungen, die der Herr Brabant organisiert hat. Zu seiner Aktivität gehören auch zahlreiche Vorträge, die ihn auch außerhalb Deutschlands geführt haben, nach Paris, Rom, aber auch Montreal und Tokio. Das unterstreicht auch nochmal seine internationale Vernetzung an dieser Stelle. Und zu den, wie bereits genannten, also verschiedenen wissenschaftlichen Veranstaltungen und Reihen, die er organisiert hat, seit Pandemiebeginn eben auch online, möchte ich hervorheben, dass es auch oft ein Ziel war, so wie ich es sehe, ein größeres,
interessiertes Publikum anzusprechen, auch mit anderen Formaten, sowie mit der Online- und Diskussionsreihe Kunsttalks, junge Forschungen zu Kunstgeschichte und Bildwissenschaften oder auch seinen didaktisch motivierten YouTube-Vorträgen auf dem Kanal der Kunstgeschichte. Zu seinen Auszeichnungen gehört auch, dass er von September bis Oktober 2021 Postdoc-Stipendiat am Deutschen Studienzentrum Venedig war und dort auch in Präsenz sein durfte. Das ist auch nicht selbstverständlich in der Zeit gerade. Und er war dann pünktlich zurück, dass wir ihn als ersten KU-Fellow am Forschungskolleg Dialogkulturen in diesem Semester begrüßen durften. Und hier arbeitet er an dem Projekt, was an seine Habilitation angelehnt ist, Verhandlungen des alltäglichen Dialogkulturen in der Genremalerei und die Entstehung des sozioanalytischen Sehens. Und nur ganz kurze Bemerkungen dazu, bevor wir dazu mehr in dem Vortrag hören. Alle zentrale Fragen sind bei dem Projekt nach Dominik Brabant, wann und durch welche bildkünstlerische Strategien hat sich in den europäischen Bildkünsten eine Vorstellung von Subjekten als soziale Wesen etabliert, also Akteure in einer Welt des Sozialen? Auf welcher Weise wurden gerade in der Genremalerei Formen der Individualisierung, Subjektivierung und Vergesellschaftlichung repräsentiert? Und wie wurden auch solche Szenarien dann wiederum in einen kunsttheoretischen, kunstkritischen und kunsthistorischen Dialog überführt und verhandelt, bevor es wirklich solche Theoriebildungen in explizitem Sinne gab? Die Ebenen der Dialogizität auf visueller, künstlerischer, kunsthistorischer, disziplinärer und diskursiver Ebene liegen, denke ich, dabei schon auf der Hand, beziehungsweise werden sie von Dominik Brabant in dem Vortrag gleich genauer aufgeführt bekommen. Und daher freue ich mich, dass wir auch solch ein Projekt ganz im Zeichen der Dialogkulturen auf mehreren Ebenen hier am Kolleg mit ihm haben. Ich freue mich also besonders zusammen mit Ihnen auf den Vortrag unseres KU-Fellows Dr. Dominik Brabant zu dem Thema Dialog der Blicke, der Bilder und der Gattungen, Überlegungen zu dialogischen Strukturen in der Genremalerei Valentin de Boulognes. Und damit übergebe ich Ihnen, Herr Brabant, den Zoom-Floor. Willkommen. Und wir freuen uns. Vielen Dank, lieber Herr Schmidt, liebe Frau Schmidt, lieber Herr Dietrich, für die sehr freundliche Einführung. Das ist für mich ganz toll in dem Semester gewesen, dass ich, oder ist ja immer noch, dass ich hier einen Forschungsfreiraum für meine Fragestellungen haben durfte und heute so einen Ausschnitt aus meinen Überlegungen Ihnen präsentieren darf. Danke auch an alle, die sich zugeschaltet haben und hier heute dabei sind und auch an alle ein gutes, erfolgreiches, gesundes 2022. Mein Vortrag dauert ungefähr 45 Minuten. Können Bilder als nicht sprachlich verfasste Artefakte Dialoge sichtbar machen? Wie können Bilder miteinander in Dialog treten? Welche Rolle spielen dabei Ordnungsstrukturen, wie etwa die Bildgattungen der Malerei? Diese und ähnliche Fragen stellen sich, sobald man aus kunsthistorischer Sicht über Dialogkulturen nachdenkt. Gemälde funktionieren ihrer Kommunikationsstruktur nach anders als beispielsweise, das liegt auf der Hand, Theaterstücke, in denen die Schauspieler ganz offensichtlich in dialogische Beziehungen zueinander treten. Und im Gegensatz etwa zu Messenger-Apps wie WhatsApp oder Kommentarspalten der Social Media mit ihren Verlaufsstrukturen von Rede und Gegenrede liegt bei Gemälden auf den ersten Blick vielleicht nicht unmittelbar auf der Hand, diese als von Dialogen geprägt zu sehen. Dennoch denke ich, dass das Konzept des Dialogs, wie es für dieses Kolleg namengebend ist, gerade auch für das Feld der frühneuzeitlichen Malerei fruchtbar gemacht werden kann. Gemälde wie etwa diejenigen des Malers Valentin de Boulogne, die hier als eine Art Testfall für die Tragfähigkeit eines solchen Konzepts in der Kunstgeschichte im Zentrum stehen sollen, zeigen in der Regel nahansichtige und dramatisch beleuchtete Figuren und Halbfiguren. Der ursprünglich aus Frankreich stammende Künstler, dessen
dessen Karriere sich im Rom des ersten Drittels des 17. Jahrhunderts entfaltete, gilt bis heute als der melancholischste Maler innerhalb der Gruppe der Caravaggisten. Diese Auffassung von Valentin als Melancholiker zog sich beispielsweise fast leitmotivisch durch eine große monographische Ausstellung zu dem Künstler aus dem Jahr 2016-17. Diese wurde zunächst im Metropolitan Museum of Art unter dem Titel Valentin de Boulogne Beyond Caravaggio und dann im Louvre mit dem leicht variierten Titel Valentin de Boulogne Réinventé Caravage gezeigt. Weiter. Die Ankündigung des Metropolitan Museum hob hervor, dass Roberto Longhi, der für die Wiederentdeckung Valentins im 20. Jahrhundert entscheidende Arbeiten verfasst hat, in diesem noch, Zitat, the most energetic and passionate of Caravaggio's naturalist followers gesehen habe. Demgegenüber finden sich im Katalog zahlreiche Bildbeschreibungen, die die melancholische Grundstimmung einer Vielzahl der religiösen Historien wie auch der profanen Genreszenen hervorheben. Bezüglich des Konzerts von 1615 im Indianapolis Museum of Art ist beispielsweise zu lesen, das Gesicht des jungen Mannes, lost in reverie or attentive to the music, sei Valentins first attempt to render a psychological dimension. Und in dieser Formulierung psychological dimension begegnet einem schon eine erste Schwierigkeit. Die Psychologie ist ja eine Wissenschaft, die im 19. Jahrhundert sich gebildet hat und man ist sozusagen hier konfrontiert mit einem psychologischen Blick. In anderen Fällen wäre es das, was mich eben auch interessiert, der sozialanalytische Blick, der vor der Erfindung der Disziplin sich, und das wäre sozusagen die These auch meiner Habilitation oder eine der Thesen, dass sich hier sozusagen in der Kultur der Bilder Wissensregime oder Wissensdimensionen etablieren, für die es damals noch keine festen Begriffe oder Konzepte gab, wie etwa eine psychologische Sichtweise auf den Menschen. Weiter ist in dem Katalog zu lesen, the detail introduces a singular tone, combining amusement and melancholy and thereby announcing Valentins future interests. Auch in den Beschreibungen der Historiengemälde, von denen ich hier Ihnen exemplarisch eine Szene mit Christus und der Ehebrecherin zeige, finden sich zuhauf suggestive Formulierungen zur übergreifenden melancholischen Prägung von Valentins Malerei. Die Frage wäre, wie steht das zur dialogischen Struktur dieser Werke? Neben seinen Historienszenen und Porträts ist Valentin der Nachwelt vor allem als Maler von Genreszenen ein Begriff, also von Darstellungen alltäglicher Vorgänge mit anonymen, aber meist typisierten Figuren, wie man es im linken Gemälde vorliegen hat. In der Zeit um 1600 war diese Gattung noch in einem Stadium experimenteller Erprobung. Zu dieser Zeit bestanden enge Verbindungen zwischen der Genremalerei und der Welt der Komödie. Man denke etwa an die Commedia dell'arte. Diese Form des Stegreiftheaters wartete mit tendenziell stereotypen Charakterfiguren auf. Der Akzent lag dabei auf improvisierten, performativen Handlungen, die in der Regel einem relativ festen und dem Publikum wohlvertrauten Schema folgten, aber zugleich variiert werden konnten. Ein akademisch geprägter Diskurs über diese Gattung, der für die Malerei verbindlich gewesen wäre, existierte zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht. Das ist auch insofern von Interesse, als sich in der kunsthistorisch einschneidenden Phase um 1600 und vor allem mit den Caracci und Caravaggio neue Gattungen wie etwa das sogenannte Sammlerbild etablieren konnten, dessen Bestimmungsort private Galerien wohlhabender Sammler waren. Im Zuge der Neustrukturierung des Feldes der Gattungen kam es zu veränderten Hierarchien zwischen einzelnen Gattungen, Historienmalerei, Porträt, Landschaft, zu Ausdifferenzierungen, aber eben auch zur Vermischung dieser Gattungen oder zu Überlappungen. Im Folgenden möchte ich dem Zusammenhang zwischen einer Melancholisierung der Caravaggisten Bildsprache, wie sie insbesondere sich in Valentins Genreszenen findet, und den kommunikativen Strukturen dieser Werke nachgehen, die rezeptionsästhetisch durch die Betrachter nachvollzogen werden. Denn freilich macht es einen Unterschied, ob ein Künstler wie etwa Nicolas Poussin in der Königsgattung der Malerei, also in religiösen
oder mythologischen Historienszenen einen melancholischen Ton anschlägt oder aber ob er das in einer Bildgattung unternimmt, wie bei Valentin, die noch im vorangegangenen Jahrhundert in der Publikumserwartung in vielen Fällen von einer komisch-humoristischen Stillage geprägt war. Wie ich aufzeigen möchte, entwickelte Valentin in der noch jungen Gattung der Genremalerei Formen von gemalter Dialogizität, die auf der Darstellungsebene primär durch eine raffinierte Choreografie von Körpern und Blickbeziehungen gestiftet wurde. Jeder Betrachtende und jede Betrachtende, ob Zeitgenosse Valentins oder heutige Museumsbesucherin, wird in dieses ästhetische Spiel verwickelt, sobald sie oder er vor die Werke tritt. Während jedoch das Frühwerk vielfach von dialogisch strukturierten Figurengruppen geprägt ist, mehren sich, wie ich zeigen möchte, in den späteren Schaffensphasen Figuren, die eher zur Kontemplation und Reflexion neigen. Eine solche Strategie der allmählichen Entdialogisierung konvergiert mit der im Verlauf der Jahre anwachsenden Vorliebe des Künstlers für eine Bildsprache des Melancholischen. Valentin gestaltete also sein Bildpersonal so, dass deren Bezugnahmen untereinander sowie auch deren Interaktion mit dem Publikum zwischen Kommunikation und Reflexion, Handlung und Stillstellung oszillieren, wobei in seinem Oeuvre eine Verschiebung von der ersten Darstellungsstrategie zur zweiten beobachtet werden kann. In diesem Prozess der Umstrukturierung bricht sich aus kunsthistorischer Perspektive ein neuartiges Beziehungsgefüge zwischen Bild und Publikum Bahn. Das Publikum war nun nicht mehr primär angehalten, in der ästhetischen Rezeption eine Bildhandlung nachzuvollziehen, weiter zu imaginieren, von der sie sozusagen einen signifikanten Moment sehen mit einem Vorher und einem Nachher, sondern ihnen wurde zunehmend die Möglichkeit gegeben, sich den Gemälden mit kontemplativer Reflexion anzunähern. Nach dieser Einleitung folgen nun 5 Kapitel, die mit einem kurzen Fazit abgerundet werden. In den ersten 2 kurzen Absätzen soll die Hervorbringung des öffentlichen Bildes Valentins am Beispiel der Künstlerbiografik des 17. Jahrhunderts und der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts verfolgt werden. Hier geht es also primär um einen Dialog der Texte, in dem Autoren jeweils bestimmte Aspekte von Valentins Leben aufgegriffen und für ihre Zwecke ausformuliert oder umgeschrieben haben. Die nachfolgenden 3 wiederum recht kurzen Kapitel, also keine Sorge bei diesen vielen Überschriften, die nachfolgenden 3 Kapitel fokussieren sodann auf einzelne Kunstwerke und deren Kontexte, nämlich auf die Fallspieler, die Karten- und Würfelspielenden Soldaten und das Konzert mit Bassrelief. Hier geht es konkret um die Frage der Gestaltung von Blickachsen und Körperhaltungen, aber auch da werden Intervalle mit Kunstwerken treten. Schließlich soll die Frage aufgeworfen werden, wie die Genreszenen Valentins mit den Gattungsnormen ihrer Zeit dialogisieren oder anders formuliert, wie der Künstler mit den Ordnungsschemata der Bildgattungen zu spielen wusste. Noch ein kurzer Hinweis, was ich Ihnen heute vortrage, habe ich als erste Überlegungen auf einer Tagung präsentieren können, die im letzten Jahr stattgefunden hat. Da ging es um das Phänomen der Gattungsmischung in Künsten und Literatur in der Zeit um 1600. Die wurde von Bernhard Huss und Valeska von Rosen organisiert, der Tagungsband. Erscheint demnächst, aber anders als in diesem Vortrag fokussiere ich hier nun auf Fragen der Dialogizität und Dialoger und Strukturen in der Genremalerei. Ich komme zu meinem ersten Punkt, Dialog der Texte, Valentin als Lebemann. Die Stilisierung des Malers zum Melancholiker hat eine längere Vorgeschichte, bei der es lohnt, einige dieser Stationen kurz nachzuzeichnen. Denn erst vor dem Hintergrund dieser Rezeptionsgeschichte lässt sich ermessen, inwiefern der Mythos von Valentin als melancholischen Künstler Resultat eines intertextuellen Dialogs ist, der von der Kunsttheorie des 17. Jahrhunderts bis in die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts reicht und gravierende Transformationen durchlaufen hat.
Und man muss dazu sagen, dass Valentin ein Künstler ist, über den nicht allzu viel geschrieben worden ist. Und es gab immer auch wieder Phasen, in denen der Künstler nahezu in Vergessenheit geraten ist. Interessanterweise lässt sich in der älteren Vitenliteratur kaum ein eindeutiger Hinweis auf die Stilisierung des Künstlers zum Melancholiker finden. Während Valentin in Giulio Mancinis Considerazione sulla pittura von 1617 bis 20 noch nicht erwähnt wurde, dominiert in den Viten von Giovanni Baglione von 1642 und Giovanni Pietro Bellori von 1672 eher die Einschätzung des Malers als kraftstrotzendem Lebensmann mit einem typisch caravaggesken Hang zur sozialen Abweichung. Eine solche Einschätzung verwundert bei diesen Autoren mit ihrem skeptischen Verhältnis zu Caravaggio und seinem ihrer Ansicht nach ebenso gewaltigen wie fragwürdigen Einfluss auf eine junge Generation nicht weiter. Baglione verwendet viele Zeilen auf die Schilderung des tragischen Endes des Künstlers, der sich einer durchzechten Nacht in Rom mit seinen Künstlerkollegen in einen Brunnen gestürzt hat, sich dort Kühlung verschaffen wollte und daran gestorben sei. Aber sie wird auch durch die wenigen Dokumente zu Valentins Leben untermauert, die uns vorliegen. So trat der Künstler, der ausweislich neueste Archivfunde seit 1614 gesichert in Rom tätig war und spätestens seit dem Jahr 1627 unter anderem die Familie Barberini zu seinen Mäzenen zählen durfte, im Jahr 1624 der von nordalpinen Künstlern dominierten Vereinigung der Bandvögels bei. Diese waren vor allem für ihre exzessiven Trinkgelage bekannt, aber auch als eine Künstlergruppe, die vor allem die Genremalerei, die Darstellung alltäglicher Szenen in diesem Kulturkreis etabliert haben. Baglione sieht Valentin in der Nachfolge des Stile di Michelagnolo da Caravaggio. Der Maler und Kunsthistoriograf spricht eher allgemein davon, dass der Künstler seine Werke mit einer guten Manier geschaffen habe und die ansprechenden Ölfarben mit Kraft auf den Malgrund aufgebracht habe. Auch der klassizistisch orientierte Bellori, der Valentin nur einen wenige Zeilen umfassenden Absatz widmete, berichtet, dass der Künstler nach Rom gekommen sei, um Lo Stile del Caravaggio con maniera vigorosa e tinta zu folgen. Diese kurze Charakterisierung findet sich bezeichnenderweise zwischen seinen Kapiteln zu Caravaggio und seinen Ausführungen zu Giuseppe de Ribera und Gerard van Honthorst, sodass eine Zuordnung Valentins zu den Caravaggisten augenfällig wird. Im Vergleich zu anderen Künstlern der naturalistischen Richtung seien seine Werke aber von einer avancierten Form der Dispositione delle Figure geprägt, also der Konstellation von Figuren, und er sei insgesamt sorgfältiger als diese in seinen Werken vorgegangen, doch weise er, wie seine Kollegen, eine in den Augen Belloris bizarre Vorliebe für Spieler- und Wahrsagerinnen-Szenen auf. Ein Eintrag zu Valentin findet sich auch in Joachim von Sandrats berühmter Deutschen Akademie von 1675 bis 79. Der Kunsthistoriograf dürfte den Künstler noch persönlich gekannt haben. Valentin erklärt er kurzerhand zu einem Schüler von Simone Vouet, was von der heutigen Forschung weitgehend abgewiesen wird. Man denkt da eher an Manfredi als unmittelbare Bezugsperson für die künstlerische Entwicklung. Und zugleich sieht er in ihm einen Nachfolger von Caravaggio. In charakterlicher Hinsicht jedenfalls wird der Künstler kaum weiter auffällig als Zitat eines sehr aufrichtigen Gemüts gewesen, Zitat Ende, beschrieben. Zwei, Dialog der Texte, Valentin als Melancholiker. Einen ganz anderen Tonfall schlug dann erst im 20. Jahrhundert der Kunsthistoriker Jacques Thuillier an, ein Experte unter anderem für das Werk Georges de la Tours, als er in seinem wichtigen Artikel von 1958 über die Bildwelt des Künstlers schrieb, die seiner Ansicht nach überwiegend von schmerzerfüllten und ernst wirkenden Figuren bevölkert sei. Er schrieb über die melancholische und trübsinnige Poesie des Künstlers und une sorte de tristesse irreparable, also eine unabänderliche Form der Traurigkeit, die aus diesen Bildern spreche. Schließlich war es gute 10 Jahre später der wortgewaltige Yves Bonfoy, der nicht ohne Pathos in seinem 1970 erschienenen Buch Rom, L'horizon du premier
Barock die Genreszenen wie auch den Künstler selbst ganz ins Zeichen des Saturn setzte. Une tristesse, schrieb er, une gravité, une silence, une torpeur mystérieuse, et voici la ville, le musicien, le soldat, ne sont plus des figures indifférentes de la commune scène de genre, ni surtout les moments d'une satire sociale, mais les fantômes presque effrayants qu'un homme évidemment seul a évoqué et médité sous le signe de son destin. Bonnefoys Einschätzung, mit der er einen Konnex zwischen Valentins Bildwelten und dessen melancholischem Gemüt andeutet, ist dabei nicht frei von modernistischen Bohème-Klischees, wie sie ja auch bis weit in das 20. Jahrhundert auf Caravaggio projiziert worden sind. Also der Konnex sozusagen zwischen Leben und Werk, der hier biografistisch erscheint. Seine Beobachtung aber, dass Valentins Genreszenen den Modus sozialer Satire hinter sich lassen, um in dieser Gattung ein neues visuelles Terrain zu erobern, wurden zu Recht in der jüngeren Forschung wieder aufgegriffen. Sie sollen auch hier leitend sein. Die Einschätzung, die Bonnefoy uns präsentiert, wird im Vergleich von Valentins Wahrsagerin aus dem Louvre rechts unten mit der bekannten Bildversion von Simone Vouet links oben, die in Ottawa aufbewahrt wird, nachvollziehbar. Bei diesen herrscht eine theaterbühnenhafte und burleske Atmosphäre vor, in der dem Betrachter nicht zuletzt durch die unterschiedlichen Inkarnatstöne der Protagonisten eine recht eindeutige Verteilung der Rollen in Gut und Böse signalisiert wird. So kann sich dessen Aufmerksamkeit ganz auf die heitere Pointe richten, die in der Erkenntnis liegt, dass die vermeintliche Betrügerin, also hier die Wahrsagerin, nun selbst die Betrogene ist. Sie wird gerade von dem rechts hinter ihr stehenden Mann bestohlen. An diesem Beispiel lässt sich erkennen, wie die Künstler dieser Zeit Genregemälde mit Hilfe von Typenfiguren, festgelegten und zum Bildtopos geronnenen Handlungen und nachvollziehbaren Blickbeziehungen als innerbildliche Dialogszenarien inszenierten. Blicken wir von hier nochmal eine Vergrößerung, da kann man dann vielleicht auch diese Szene des Stehlens besser erkennen. Blicken wir von hier auf Valentins Version dieses Themas. Auch bei ihm findet sich das Motiv des betrogenen Betrügers oder der Betrügerin am linken Bildrand, welches übrigens eher der französischen als der italienischen Tradition entstammt. Aber dieses humoristische Element, das sich auch moralisch ausdeuten lässt, also wer anderen eine Grube gräbt, wird im Licht der trüben und düsteren Atmosphäre zu einem Nebenschauplatz herabgesenkt. Fast scheint es so, als sei dieses lediglich ein notwendiges Tribut an die Gattungstradition, die nun aber von einem neuartigen Interesse an uneindeutigen Bewusstseinszuständen überdeckt wird. Valentin fokussiert nicht primär auf Handlungen, sondern rückt die erotisch aufgeladene Berührung der Hände der Wahrsagerin und des jungen Mannes in den Mittelpunkt, wobei die Gesichtszüge der Frau durch die Verschattung weiter verunklärt werden. Eine Einschätzung, wie sie Bonnefoy formulierte, wurde dann mehr oder weniger stillschweigend von Marina Mojana in der bis heute maßgeblichen Monographie mit Werkkatalog von 1989 übernommen. In einem Kapitel über Valentins stilistische Entwicklung kennzeichnet sie die Differenzen der Malstile Caravaggios und Valentins durch diametral entgegensetzte Welthaltungen und zumindest andeutungsweise unterschiedliche literarische Gattungstraditionen. Caravaggio repräsentiere nämlich ihrer Meinung nach eine Malerei, in der es vornehmlich um die Darstellung dramatischer Aktionen gehe, während Valentin eher eine lyrische, verinnerlichte Bildkultur gepflegt habe, der es um die Visualisierung von Intentionen und Gefühlen der Figuren gehe. Für die gegenwärtige Forschungsdebatte ist diese Einteilung sicherlich allzu binär und holzschnitzhaft. Wie unter anderem der bekannte Kunsthistoriker Michael Fried, dem wir das Gegensatzpaar von Absorption and Theatricality verdanken, also von Bildfiguren, die ganz auf sich selbst und ihre Handlungen fokussiert sind und auf der anderen Seite Bildfiguren, die sich theatralisch an den Betrachter richten. Also wie Michael Fried in seiner Studie The Moment of Caravaggio aufzeigen konnte, ist dessen Werk voller Figuren, die in kontemplativer Absorption ausharren und sich dadurch einer Bildnarration, in der es sozusagen um Handlungen geht, zu entziehen wissen.
Für ein vertieftes Verständnis der Werke Caravaggios und Valentins ist diese Einschätzung also nicht unbedingt erhellend. Sie verdeckt eher die Feinheiten und Vielschichtigkeiten der jeweiligen Bildpoetiken. Dennoch scheint die These, dass Valentin Caravaggios Bildsprache in vielen Fällen hin zu einem lyrischen Grundton transformiert hat, grundsätzlich tragfähig. Sie soll dabei daher neben Bonnefoys Idolossage des Künstlers von satirisch-humoristischen Intentionen für die Bildbetrachtungen leitend sein. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Topos von Valentin als Melancholiker in expliziter Form erst im 20. Jahrhundert innerhalb der Forschungsdebatte entstanden ist. Dies sollte uns natürlich zur Vorsicht aufrufen, in die Werke nicht vorschnell ästhetische Qualitäten oder Intentionen hineinzuprojizieren, die den Zeitgenossen vielleicht nicht zwingend in dieser Form vor Augen gestanden haben müssen. Umgekehrt gilt, als aber gerade im Blick auf die kunsthistorische Reflexion zur Genremalerei zu beachten, dass diese eher als nachträgliche Versuche der intellektuellen Reflexion denn als zeitgleiche Formen der Theoriebildung zu verstehen sind. Es wäre also zu viel erwartet, wollte man von biografischen und kunsttheoretischen Quellen verlangen, dass sie zur Zeit Valentins oder in den Folgejahrzehnten so subtile Aspekte seines Schaffens thematisieren, wie etwa die Entfaltung einer Bildpoetik des Melancholischen. Zudem muss mitbedacht werden, dass Valentin keineswegs zu denjenigen Künstler zählt, über die allzu viele Seiten Künstlerbiografik in seiner Zeit geschrieben worden wären. Wie auch immer man dieses problematische Verhältnis zwischen künstlerischer Praxis und kunsttheoretischer Reflexion einordnen und einschätzen möchte, es dürfte unwahrscheinlich sein, dass Valentins zeitgenössisches Publikum die offenkundigen Melancholiemotive seines Schaffens nicht registriert hätte und eine solche Betonung des Melancholischen nicht zugleich intuitiv im Sinne des zeitgenössischen Topos eines ogni pittore dipinge sé, also jeder Künstler malt sich selbst, auf die Künstlerpersona übertragen hätte. Ich komme zum dritten Kapitel, der Dialog der Fallspieler. Die Untersuchung der eingangs skizzierten Problemstellung wird dadurch erschwert, dass wir insbesondere im Fall der Genregemälde die ursprünglichen Besitzer nicht kennen. Die Werke werden in der Regel erst in Inventaren des 18. Jahrhunderts genannt. Erst ab 1624 sind Aufträge archivalisch nachweisbar, ab 1627 vor allem für Kardinal Francesco Barberini, sodass man für die Zeit davor vor allem auf Stil und entwicklungsgeschichtliche Einschätzungen angewiesen ist. Ungeachtet der schwierigen Datierungslage des Frühwerks ist sich die Forschung aber recht einig, dass eines der frühesten Genregemälde von Valentin die Dresdner Fallspieler von 1615 bis 18 sind. In dem Gemälde hat der Künstler mit ökonomischen Mitteln einen Dialog zwischen drei Bildfiguren inszeniert, die jeweils unterschiedliche Rollen in dem betrügerischen Spiel einnehmen. Der junge Mann mit federgeschmücktem Barett links lehnt sich mit forderndem Blick über den Tisch, ganz so, als wolle den Jüngling rechts, dem offensichtlich die Rolle des Betrogenen zukommt, zum nächsten Spielzug auffordern. Dessen in sich eingesunkene Haltung und dem nach unten geneigten Blick ist zu entnehmen, dass er konzentriert darum bemüht ist, die richtige Karte auszuspielen. Dabei bemerkt er nicht, dass der verhüllte ältere Mann im Hintergrund, dessen Hand schon am Legen ist, seinen Kompagnon bereits durch Handzeichen Einblick in die Kartenblätter des jungen Mannes verschafft. Als vierter Dialogpartner in diesem Gefüge fungiert schließlich die oder der Betrachtende vor dem Gemälde selbst. Er oder sie nimmt dabei die privilegierte Position ein, den Akt des Betrugs erkennen, reflektieren und ästhetisch würdigen zu können. Dass das Spiel für den jungen Mann schlecht ausgehen wird, wird spätestens dann klar, wenn der Betrachtende die rechte Hand des linken Mannes erblickt, mit der dieser für den jungen Mann unsichtbar eine weitere Karte aus der Hosentasche zieht. Das Motiv des Kartenspiels war bereits im frühen 16. Jahrhundert etabliert, etwa in der niederländischen Kunst eines Lucas van Leyden. Für das hier gezeigte Gemälde wurde unter anderem die Deutung vorgeschlagen, dieses als eine Allegorie der Liebe zu verstehen, bei der der junge Mann, der den Pik-König in der Hand hält, als Gewinner aus dem Spiel hervorgeht. Für die Frage nach Dialogstrukturen ist dieses Motiv aber auch insofern interessant, als es
selbst als eine visuelle Verfasser, als eine visuelle Metapher eines dialogischen Prinzips verstanden werden kann. Vom ersten Auflegen des Blattes über das Hin und Her der einzelnen Spielzüge und bis zur Beendigung des Vorgangs, also wenn einer der Spieler gewonnen hat, bildet das Kartenspiel ein Motiv, das der dialogischen Struktur von Rede und Gegenrede analog ist. Während aber das Kartenspiel per se für eine gelingende Dialogsituation einstehen kann, also Karte um Karte, Zug um Zug, gibt Valentin seinem Publikum in der Konstellation von Figuren einen Dialog zu sehen, dessen reibungsloser Verlauf aufgrund der unterschiedlichen Intentionen und Wissensstände der einzelnen Beteiligten gestört ist. Auch hinsichtlich dieser narrativen Konstellation stand Valentin in einer noch jungen Tradition, mit der er selbst wiederum in einen Dialog, nun einen Bilddialog, trat. Offenkundig nämlich steht dessen nahezu ganz auf Schwarz, Rot und Brauntöne sowie auf Inkarnatstöne reduzierte Bild in einem interpiktorialen Bezug zu Caravaggios berühmten Fallspielern von 1594, und zwar selbst noch hinsichtlich der Maße, die bei beiden Werken etwas mehr als 90 mal 130 Zentimeter betragen. Wie naheliegend diese Filiation auch für spätere Generationen war, zeigt sich auch daran, dass das Werk, wie auch dieser Stich demonstriert, lange Zeit und selbst noch in einem Museumskatalog der Dresdner Sammlungen aus dem 20. Jahrhundert als ein Gemälde von Caravaggios Hand galt. Lassen Sie mich, bevor wir uns der vergleichenden Betrachtung der Bilder widmen, noch kurz auf den soeben erwähnten Begriff der Interpiktoralität eingehen, der an den Begriff der Intertextualität, wie ihn Julia Kristevar entwickelt hat, angelehnt ist. Denn dieser erlaubt in exemplarischer Weise die Aufmerksamkeit auf dialogische Beziehungen zwischen Bildern zu richten. In Anlehnung an das literaturwissenschaftliche Konzept der Intertextualität hat sich in der Kunstgeschichte dieses Konzept entwickelt in den vergangenen Jahren. Folgt man der Definition von Valeska von Rosen, so handelt es sich bei diesem Konzept um einen Terminus, durch den, Zitat, die Relationen zwischen Bildern sowie die Modi ihrer Transformation von einem in ein anderes, Zitat Ende, analysiert werden können. Dabei betont sie, dass, noch ein Zitat, die Bezugnahmen von Künstlern auf Werke ihrer älteren oder gleichaltrigen Kollegen durch die Epochen hindurch ein signifikantes Verfahren gewesen sei. Die Interpiktoralitätsforschung setze darüber hinaus also, nochmal von Rosen, dem passivischen Zuschnitt von des Einflusskonzepts eine aktive Ausrichtung entgegen. Zitat Ende. Es würde nun den Rahmen dieses Vortrags sprengen, Caravaggios listiges Spiel mit dem Betrachter und seinen Erwartungen in den frühen Genreszenen eingehend zu analysieren. Bekanntlich kreisen diese in motivischer wie auch rezeptionsästhetischer Hinsicht stets um Themen der Täuschung und des Betrugs. Nur so viel sei angedeutet, der Betrachter wird, wie das öfteren analysiert wurde, von Caravaggio dazu eingeladen, sich in die jeweils unterschiedlichen Bewusstseinszustände seiner auch soziologisch höchst divers charakterisierten Protagonisten hineinzuversetzen. Zugleich kann er seine eigene Position als Mitwisser, vielleicht sogar als Komplize des Betrugs an dem jungen, schwarz gekleideten Mann reflektieren oder seinen Wissensvorsprung ästhetisch genießen. Dieses raffinierte Spiel findet ein Echo zum Beispiel auch in der auffälligen physiognomischen Ähnlichkeit des getäuschten Jünglings mit demjenigen des im verlorenen Profil gezeigten Betrügers, wodurch die vermeintlich klare Grenze oder der Gegensatz zwischen Gut und Böse arglos und verwerflich in irritierender Weise zu verschwimmen droht. Für den uns interessierenden Zusammenhang ist es jedoch kennzeichnend, dass Valentin in einem Dialog mit Caravaggio die chromatisch variationsreiche Vorlage des älteren Künstlers mit der hochgradig illusionistischen Schilderung unterschiedlicher Materialien, Stoffmuster und Hauttypen in eine düstere Atmosphäre übersetzt hat, mit einem einfachen Holztisch anstelle des gemusterten Teppichs mit seinen schimmernden Lichtreflexen. Valentin unterstreicht die psychologisch aggressive Gespanntheit der Szenerie bildkompositorisch mit Hilfe von heftig
von links unten nach rechts oben verlaufenden Diagonalen, die durch die Körperhaltungen ebenso angedeutet werden wie durch den versetzt positionierten Tisch und die auf diesem liegenden Karten. Man hat darauf hingewiesen, dass für die Entwicklung dieser recht ruppigen Bildsprache das Frühwerk der Ribarras und hier vor allem dessen Verleugnung Petri eine wichtige Inspirationsquelle bildete. Zugleich dürfte der Malstil mit seiner Betonung harter Konturen stilgeschichtlich auf den Einfluss des rätselhaften Cecco del Caravaggio zurückgehen. Wichtiger jedoch als solche stilgeschichtlichen Überlegungen ist für unseren Zusammenhang die künstlerische Umformung, mit der Valentin den in moralischer Hinsicht grundsätzlich negativ charakterisierten, bei Caravaggio aber doch noch heiter aufgefassten Motiv der Kartenspieler jegliche Leichtfüßigkeit ausgetrieben hat und zugleich doch auch zumindest in einem Detail an einem gattungskonformen humoristischen Moment festhielt, wenn auch in etwas derber Weise. Gemeint ist der offensichtliche Strabismus, also das Schielen des Intriganten im rechten Bildhintergrund. Das ermöglicht mit den zeitgleich florierenden Gattungen der Schelmenromane und der Commedia dell'arte vertrauten Betrachter dann doch noch eine eindeutige moralische Bewertung der Szenerie, und auch die Physiognomik des Betrogenen erleichtert wohl eine identifikatorische Einfühlung, da der Künstler im Gegensatz zu Caravaggio darauf verzichtet hat, diese Figur, ich gehe nochmal kurz zurück, dass man das sehen kann, diese Figur als einen allzu naiven und verwöhnten Jüngling zu charakterisieren. Aus gattungstheoretischer Sicht lässt sich konstatieren, dass Valentin in diesem Werk noch weitgehend in den Bahnen der noch jungen Genremalerei geblieben ist. Die von der Kunstgeschichte immer wieder untersuchten Strategien der Ambiguierung von Bildsitz bei Caravaggio nimmt Valentin eher zurück und vereindeutigt so das Motiv und seine Interpretation. Dennoch zeigt sich schon zu diesem Zeitpunkt, dass eine solche Ästhetik der Betrachteransprache nicht allein auf die Genremalerei beschränkt bleibt, sondern eher gattungsübergreifend Verwendung findet. Also sozusagen Valentin die unterschiedlichen Sichtweisen auf Gattungen und die Gewohnheiten miteinander verbindet. Vergleichbare Ansätze entdeckt man nämlich auch in dem etwa zeitgleich entstandenen Historiengemälden, zum Beispiel im Martyrium des heiligen Bartholomäus, das in der kompositorischen Grunddisposition ähnlich, in der Ikonografie freilich ganz verschieden ist. Auch in diesem Werk, dessen Zuschreibung an Valentin allerdings nicht alle Autoren überzeugt hat, wird der Betrachter in fast unbarmherziger Nahsicht mit drei männlichen Figuren konfrontiert, mit einer gewalttätigen Handlungssequenz, bei der die Hauptfigur den Taten der anderen ausgeliefert ist. Kommt zu meinem vierten Punkt, Dialog und Verinnerlichung in den Karten- und Würfelspielenden Soldaten. Blickt man von hier auf weitere frühe Werke Valentins, so sieht man, dass darin zwar innerbildliche Handlungsabläufe der Gesamtkomposition dominieren, diese aber immer öfter mit Figuren durchsetzt werden, die sich einer dialogischen Interaktion entziehen. Die Bildprotagonisten sind also jeweils mit einer, wenn auch minimalen Tätigkeit beschäftigt und somit ins Bildgeschehen absorbiert. Zugleich werden sie als gestisch miteinander kommunizierende Figuren präsentiert. Solche Aspekte hat vor allem Michael Fried in seinem Buch After Caravaggio in den Vordergrund seiner Lesart von Valentin gerückt. Eine Neuausrichtung der künstlerischen Strategie Valentins, die sich als eine Form des schrittweisen Abebbens dialogischer Bezugnahmen verstehen lässt, findet sich im Fall eines in Washington befindlichen Gemäldes, das nun mit fünf Figuren ein Kartenspiel mit einer Würfelszene verbindet. Dessen figurale Anordnung mit der Rückenfigur in vorderster Bildebene dürfte in interpiktoraler Hinsicht auf Caravaggios Berufung des heiligen Matthäus zurückgehen. Die Komposition verzichtet durch die friesartige Reihung der Figuren in zwei Ebenen mit einem nahezu bildparallel angeordneten Tisch auf die kompositorische Dramatik der Dresdner Fallspieler. Im selben Zug gewinnt sie aber durch die subtilere Farbgebung an kompositorischer Beruhigung, obwohl auch die Figurenanordnung im Vergleich zu späteren Werken noch nicht ganz ausgewogen erscheint.
Auch dieses Werk ist geprägt von dialogischen Strukturen, am prominentesten in den Kartenspielern, die durch die Körperhaltungen und den Blick des im Halbprofil gezeigten bärtigen Mannes auf seine Mitspieler markiert werden. Der schärfste Kontrast des Gemäldes wird jedoch durch die Figur des weitgehend verschatteten Intriganten am linken Bildrand und der nachsinnenden Figur des im Profil gezeigten Würfelspielers rechts gesetzt. Dieser schließt das Gemälde zum rechten Rand hin ab, ich vergrößere ihn mal, zum rechten Rand hin ab und bewirkt zugleich eine Rückführung des Blicks hin zum zentralen Bildgeschehen. Doch auch über solche blicklenkenden Funktionen hinaus ist diese Figur signifikant, demonstriert Valentin jedoch vielleicht erstmals sein subtiles, koloristisches Können, etwa wenn er den Schimmer des silbrig-cremefarbenen Stoffes mit den Glanzpunkten im Gesicht des Mannes reimt. Diese Figur ist also künstlerisch schon per se als Eyecatcher gestaltet. In narratologischer Hinsicht lässt der Künstler aber offen, ob der Würfelspieler nun in einem Moment kurzen Innehaltens während des Spiels gezeigt wird oder aber ob er sich uns in einer durch das Bild auf Dauer gestellten Reflexionshaltung präsentiert. Wie auch immer man diese minimale Handlungssequenz deuten möchte, so bleibt festzuhalten, dass diese Figur gerade nicht mit den anderen Akteuren oder mit dem Publikum in Dialog tritt. Auch diese neuartige Bildstrategie ist nicht nur auf die Genremalerei beschränkt. In dem auf die Jahre von 1620 bis 22 datierten David mit dem Haupt des Goliath und zwei Soldaten sollte Valentin dann wiederum ein Historiengemälde schaffen, das in den Figuren links und rechts des alttestamentlichen Helden mit dem Bildpersonal von Genreszenen kokettiert. Das Gemälde wartet mit einer zu dem vorangegangenen Werk vergleichbaren, silbrig gedämpften Farbigkeit auf, was eine Vordatierung auf die Jahre 1615 bis 18, wie sie jüngst vorgeschlagen wurde, plausibel erscheinen lässt. Das drastische Motiv des geköpften Hauptes, das bei Caravaggio ostentativ vorgezeigt wird, also ich zeige Ihnen hier das berühmte Gemälde in der Galleria Borghese, wird hier bei Valentin entschieden zurückgenommen. Der melancholisch sinnende David hält das Haupt des Riesen fast zärtlich umfasst. Diese nachgerade verstörende Hintergründigkeit wird durch Davids nachlässig herabfallendes Gewand und die dadurch entblößten Schultern sowie dessen feminin anmutendes Haar weiter unterstrichen. Ich komme zu meinem letzten Kapitel Entzug und Umformung des Dialogischen im Konzert mit einem Bas-Relief. Figuren der innerbildlichen Reflexion, die also nicht in einen Dialog oder in einen Handlungsvollzug eingebunden sind, sondern sich manchmal auch direkt an den Betrachter gewendet, in melancholischer Nachdenklichkeit präsentieren, finden sich von nun an vermehrt in Valentins Werken. Vor allem tauchen sie in einer Reihe von wiederum großformatigen Gemälden auf, die musizierende Gruppen von Männern, Frauen und Kindern präsentieren, so etwa in diesem Gemälde aus dem Louvre. Das Werk ist in die Zeit von ca. 1624 bis 26 datiert worden, als Valentin vor allem für die Barberini tätig war. In dieser Schaffensphase tauchte er seine Szenen zunehmend in eine poetische, meditative Stimmung. Das eher volkstümliche Motiv des Kartenspiels wurde nun meist durch das gemeinsame Musizieren als Symbol der interpersonalen Harmonie, aber auch der sinnlichen Verführungskraft ersetzt und der einfache Holztisch durch massive antike Quader bzw. Sarkophage mit Versatzstücken aus Reliefs ausgetauscht. Ein Motiv, das sich auch bei anderen Caravaggisten wie Manfredi oder Tournier findet, allerdings selten so exponiert wie bei Valentin. Diese Quader appellierten an die antiken Kenntnis des Sammlerpublikums. Sie konnten sozusagen eine melancholische Reflexion über das Zusammentreffen von unwiederbringlicher Vergangenheit, gegenwärtigen Leben regeln, aber da sozusagen vererbt auch als gelebten Lebens, also als Tische für ein meist einfaches Mahl zu inszenieren. In der Literatur zu diesem Gemälde wurde die eigentümliche Aufspreizung dieser Szenen bemerkt, ohne dass man diese in einem Bezug zur Frage des Dialogischen gestellt hätte. Obwohl nämlich die Figuren in gemeinsamer harmonischer Handlung eben im Musizieren gezeigt werden, präsentieren sie sich doch in auffälliger Isolation
voneinander, in Unverbundenheit zueinander. Die Forschung hat sich bei diesem Gemälde unter anderem für die allegorische oder ikonografische Dimension der Szenen interessiert, wobei sie auf den jungen Mann im Vordergrund fokussierte, der wohl Wasser mit Wein mischt und somit als Personifikation der Temperantia, der Mäßigung, gedeutet werden kann. Links zeige ich Ihnen einen allegorischen Druck, in dem Sie eine solche Ikonografie oder seine Personifikation sehen können. Im Kontrast hierzu befindet sich im Hintergrund eine Figur im verlorenen Profil, also etwas in der verschatteten Hintergrundsebene, die gierig aus einer Flasche trinkt und somit für das Laster der Gula, also die Völlerei, stehen dürfte. Das frontal dem Betrachter anblickende Kind mit Melancholiker-Gestus wurde sodann als Vermittlungsinstanz zwischen diesen Extremen aufgefasst. Ich möchte jedoch auf einen anderen Aspekt eingehen, nämlich die, wie mir scheint, ambige Position dieses Kindes innerhalb der Bildhandlung oder des Vorgangs des Bildes, die zu einer seiner zentralen Verortung in der Bildmitte in Spannung steht. Es ist bezeichnend, dass sich Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker offenbar nicht einig sind über das, was das Kind gerade tut. Man liest beispielsweise, der Junge sei assorto e disoccupato. Lorenzo Pericolo glaubt dagegen, dass das Kind, also the child, sings without passion and almost apathetically. Für Annick Lemoine wiederum starrt das Kind lediglich in die Leere, captured in the conventional pose of the melancholic. Angesichts dieser Mehrdeutigkeit drängt sich der Vergleich zum Würfelspieler, hier sehen Sie es nochmal vergrößert, zum Würfelspieler des Washingtoner Gemäldes auf, bei dem ja auch nicht eindeutig entschieden werden konnte, ob dieser als handelnd oder als in Gedanken versunken dargestellt wurde. Der leicht geöffnete Mund des Kindes, das sozusagen dialogisch Kontakt zum Publikum sucht, könnte vom Betrachter einerseits als Zeichen des Singens gedeutet werden oder aber auch als Ausdruck momentaner Geistesabwesenheit. Oder aber man betrachtet die Gesichtszüge als Folge einer gesteigerten melancholischen Reflexionstätigkeit, die das Kind, das vor ihm ausgebreitete Buch, vergessen lässt. Diese Ambiguität unterscheidet das Kind wiederum von einer ansonsten vergleichbaren Figur, wie sie unmissverständlich als Personifikation der Kindheit in einer Szene auftaucht, die schon 1641 in einem Pariser Inventar als Tableau de Quatre Âges de Valentin, also als Allegorie der vier Lebensalter von Valentin, beschrieben worden ist und ein in die Ferne starrendes Kind zeigt, das einen Vogelkäfig und eine Falle aus Holz hält. Die vier männlichen Figuren, die zugleich Personifikationen der Lebensalter bilden, wenden sich in fast trübsinniger Mimik und Haltung an den Betrachter und regen diesen wiederum dialogisch zu einer Inspiration, zu einer Meditation über das Zerrinnen der Zeit an. In der Darstellung des Kindes auf dem Konzert mit Bas-Relief dagegen oszilliert die Darstellung unentschieden zwischen Aktivität und Passivität, Dialogaufnahme und Dialogverweigerung, eingebunden sein in das gemeinschaftliche Musizieren oder Isolation und Interiorisierung. Valentin präsentiert sich also seinem Publikum hier, wie auch in anderen Werken, als listiger Regisseur von oft latent bleibenden Bildmotiven, die wohl auch im dialogischen Gespräch der Bildbetrachter vor dem Werk in mehr als einer Hinsicht gedeutet werden können und dadurch oft nach gerade konträre Bedeutungen für das Bildgefüge einnehmen. Dass dies kein Einzelfall ist, bestätigt sich auch durch einen erneuten Blick auf ein bereits betrachtetes Gemälde, nämlich die Wahrsagerin im Louvre. Auch hier findet sich an prominenter Stelle, nämlich zwischen der jungen schönen Frau mit wiederum verschattetem Gesicht, das eine eindeutige Lektüre ihrer Absichten schon durch die Lichtverhältnisse erschwert, und dem jungen Mann, der sich eher zögerlich oder mit skeptischer Aufmerksamkeit die Zukunft lesen lässt, ein nachdenklicher junger Mann, der seinen Kopf melancholisch auf seine Linke gestützt hat. Jacques Tuyer hat schon 1958, damals noch nicht freilich im Horizont von rezeptionsästhetischen oder bildwissenschaftlichen Fragestellungen, diese und vergleichbare Figuren treffend beschrieben, als er Valentin in die Nähe des Lothringer Künstlers Georges de la Tour rückte. Wie dieser habe auch Valentin seine Figuren oftmals in der Stille ihres Daseins belassen und ihnen so eine
geheimnisvolle Aura der Unergründlichkeit zugesprochen. Hört der junge Mann also den Weissagungen der jungen Frau zu oder ist er gänzlich in Träumereien versunken? Auch hier ist man als Betrachter wiederum aufgefordert, seine Rolle im Bildgefüge zu bestimmen, ohne dass man mit letzter Sicherheit zu einer eindeutigen Entscheidung gelangen könnte. Ich komme zum Schluss. Wie ich anhand der knappen Textanalysen und Bildbetrachtungen aufzuzeigen versucht habe, begegnen uns bei Valentin Phänomene des Dialogs oder der Dialogizität auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Den Begriff und das Konzept des Dialogs habe ich im Sinne einer Unterredung mit sprachlichen, aber eben auch bildkünstlerischen Mitteln verstanden, die erstens die Dimension der Texte betrifft, durch die der Künstlermythos Valentin hervorgebracht worden ist. Zweitens ging es um die Inszenierung der Figuren und ihrer Bezüge zueinander, die zwischen dialogischen und melancholischen Strukturen changieren. Während Valentin seinem Publikum einerseits immer wieder Protagonisten vor Augen stellt, die mit ihren Körpern, Gesten und Blicken kommunizieren, zeigen insbesondere die späten Werke vermehrt Figuren der Reflexion und Verinnerlichung. Drittens war es mir ein Anliegen, die interpektoralen Dialoge von Valentins Malerei exemplarisch sichtbar zu machen und hierbei vor allem seine kreative und aktive Aneignung und Umformung caravaggesker Bildmotive und Strategien nachzuverfolgen. Schließlich habe ich viertens versucht, Valentins experimentellen Umgang mit Gattungskonventionen und Gattungshierarchien als eine Form des Dialogs aufzuweisen, durch die Rezeptionserwartungen des Betrachtenden irritiert und vielleicht auch verändert werden konnten. Valentin arbeitete im Verlauf seines Schaffens zunehmend an einer Nobilitierung der Gattung des Genrebildes, die es ihm erlauben sollte, Rezeptionsformen, die eigentlich der Historienmalerei, also beispielsweise allegorische Szenen, vorbehalten waren, in diese vermeintlich niedere Gattung zu integrieren. Zugleich war es ihm ein wichtiges Anliegen, in diesem Prozess der Gattungstransformation den Kernbestand der Gattung Genremalerei, nämlich die Schilderung von Lebensformen der niederen Schichten, nicht preiszugeben. Valentin, und das ist typisch für die Künstlergruppe der Caravaggisten, verstand die Gattungen somit nicht als ein starres Ordnungssystem, in das sich ein Künstler mit seinen Entwürfen lediglich einzupassen habe, sondern er brachte die Gattungen miteinander in Dialog. Diese Neuausrichtung wiederum blieb nicht ohne Folgen für die visuelle Syntax der Gemälde und hierbei insbesondere für die Frage nach deren dialogischen Strukturen. Eine letzte Bildkonstellation, für solche Tendenzen der Verunsicherung des Rezipienten scheinen mir die von Valentin so häufig eingesetzten Reflexionsfiguren, wie sie sich auch in den Wahrsagerinnen-Szenen finden, von besonderer Aussagekraft zu sein. Wie der Vergleich mit Caravaggios und Vouets Szenen zeigen kann, erlauben gerade diese dem Betrachter, in sie eine Dimension der Innerlichkeit zu projizieren, die dem Standardpersonal der Genremalerei bis dahin kaum zuerkannt wurde. Als Figuren melancholischer Reflexion nehmen sie sich die Freiheit, aus den Routinen und Ritualen des Alltäglichen auszuscheren, wie sie für diese Gattung und das in ihnen agierende Bildpersonal so typisch sind. Fast scheint es, als emanzipierten sie sich mit ihrer offen ausgestellten Handlungshemmung einer Logik sozial determinierter Handlungsmuster und als beginnen sie über das, was im Bild vonstatten geht, nachzudenken und sich mit Hilfe dieser Reflexion von ihren angestammten Rollen zu distanzieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Brabant, für diesen sehr anschaulichen und eindrücklichen Vortrag. Wir haben jetzt noch ausreichend Zeit für eine Diskussion, ein Gespräch im Anschluss und the floor is open. Also wenn es schon Fragen gibt, dann können Sie gerne mit Ihrer Hand oder Ihrer Zoom-Hand das anzeigen. Und wenn es jetzt noch keine Wortmeldung gibt. Es gibt schon eine erste Wortmeldung, dann halte ich meine Frage noch zurück. So, Frau Kuhn, Sie sind dran. Könnte auch gerne warten, wenn Sie Ihre zuerst stellen. Nein, gerne. Ja, Dominik, vielen Dank für deinen wirklich sehr schönen Vortrag, wiederum aus dem großen Gebiet der Habil, aber mit einer ganz spezifischen Fokussierung.
Und da hätte ich auch direkt eine Frage dazu, nämlich zu diesem, zu dem Konzept des Dialogs, das du ja auf den ganz unterschiedlichen Ebenen ansetzt. Also mir hat sehr unmittelbar eingeleuchtet, dass zum Beispiel das Interpikturale zwischen den Bildern, auch das zwischen den Genres und das am Schluss mit diesen, der Dialog zwischen Betrachter und dem einen Bild, gespiegelt durch die Reflexionsfiguren. Ich habe mich zunehmend im Laufe deines Vortrags gefragt, ob man eigentlich zu den dargestellten Szenen tatsächlich, ob man die als dialogisch bezeichnen kann. Also ob tatsächlich bei einem Spiel, ein Kartenspiel, das als Falschspiel gezeichnet ist, ob das noch dialogisch ist. Auch die, zum Beispiel bei dem Konzert, es ist ja klar als Konzert bezeichnet. Natürlich müssen auch in der Musik dann die Musiker miteinander in einer Art von Kommunikation sein. Aber die Haltung der Figuren ist ja gerade unterschieden von einem gemeinsamen Musizieren ohne Publikum. Mhm. Und auch da haben wir eher den, also diese Unverbundenheit der Figuren erzeugt die Verbundenheit mit den Betrachtern, denen sie zugewandt sind. Mhm. Ja, und meine Frage wäre eben eigentlich ganz einfach die, was ist mit dem Dialog auf der, wenn man so will, auf der Handlungsebene? Weil in der Literatur wäre ja das Dialogische, wenn wir es nicht rein formal für eben Gespräch von Figuren, das natürlich auch Betrug und so weiter einschließen kann, aber wenn wir die Gattung Dialog nehmen, dann haben wir ja gerade den Austausch und eben im Unterschied zum Traktat nicht die Einseitigkeit, die zum Beispiel beim Falschspiel ja eigentlich gegeben ist. Ja, vielen Dank. Das ist eine wichtige Frage, die du stellst, die eigentlich auch in den Kern der Problematik einführt. Ich habe mich mit einer gewissen Freiheit an dem Begriff des Dialogs orientiert. Und ich habe ja auch einleitend gesagt, also es ist sozusagen sowieso schon mal schwierig von Dialogen in Malerei zu sprechen, die eben nur einen Moment zeigen. Und die temporale Achse, die für Dialoge eben so prägend ist und auch das sozusagen den Wechsel der Parts, die eben nicht einseitige Ansichten präsentieren, sondern auf Abstimmung oder auf Entgegnung bauen, in der Malerei sehr schwierig nachzuvollziehen ist. In einer ersten Überlegung, und das ist jetzt sozusagen auch eine Zustimmung zu deiner skeptischen Frage, habe ich den Vortrag Strategien der Entdialogisierung bei Valentin genannt und mir dann aber gedacht, wenn man nun bei den Dialogkulturen ist und nur über die Entdialogisierung spricht, dann ist das vielleicht eine etwas schwierige Konstellation. Ich würde sagen, dass tatsächlich bei Valentin, da müsste man jetzt auch noch weitere Beispiele zeigen, es doch immer wieder Szenen gibt, wo man das Gefühl hat, auch wenn sozusagen es nicht ein klassischer Dialog ist, die Figuren sind immerhin in Interaktion miteinander gezeigt, wenngleich auch diese sogar von Anfang an schon als gestört oder irritiert erscheint, wie bei den Falschspielern beispielsweise. Aber ich würde völlig zustimmen, dass gerade mit den späteren Werken und das Konzert, das ich am Schluss gezeigt habe, ist da einer der extremsten Fälle. Es gibt auch mehrere. Es zu einer Transformation kommt, das hätte ich vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher auch herausarbeiten können, insofern, du hast es ja auch angedeutet, das Musizieren jetzt sozusagen die Interaktion der Figuren ersetzt und gleichzeitig diese dann doch in völliger Isolation voneinander gezeigt werden. Aber gleichzeitig gibt es immer noch Figuren, die den Kontakt zum Betrachter aufnehmen. Und gerade in diesem Konzert gibt es ja mehrere Figuren, die recht trübselig an den Betrachter gucken und somit, so würde ich es jetzt vorsichtig formulieren, zumindest so etwas wie eine Bereitschaft zum Dialog oder eine Aufforderung zum Dialog, der natürlich in einem zeitenthobenen Medium wie der Malerei nicht ausgeführt werden kann, signalisieren. Aber wie gesagt, insgesamt stimme ich dir zu, den Dialog zu malen ist schwieriger als die Stille oder das Nicht-Dialogische. Und ich würde sagen, Valentin hat daraus Kapital geschlagen in gewisser Hinsicht.
Das wäre sozusagen noch vielleicht dieser kleine Nachtrag, das Gegenbild bei Valentin zu Konversationsstücken in der Malerei, wo es ja dann wirklich auch sozusagen um Szenen geht, bei denen Gespräche geführt werden oder man zumindest so etwas wie Sprech- und Dialogsituationen erkennen kann. Ja, vielen Dank. Eine zweite Frage von Isabel Staufer. Ja, vielen Dank, Herr Brabant, für diesen sehr schönen und detailreichen Vortrag. Sie haben ja das Konzept der Interpiktoralität sehr schön gezeigt, gerade am Vergleich von Valentin de Boulogne mit Caravaggio. Ich habe mich jetzt gefragt, auch im Hinblick auf den letzten Vortrag in dieser Reihe von Herrn Faust mit den Sarkophagen, gibt es in der kunsthistorischen oder archäologiehistorischen Diskussion auch so etwas wie Interskulturalität? Das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Finde ich auch einen sehr schönen Begriff. Den müsste man tatsächlich aufgreifen und überlegen. Also ich würde da auf zwei Ebenen antworten. Man könnte natürlich auch in der Skulptur sozusagen, wenn man das als Dialog oder als Transformation von Motiven nehmen würde, solche Strukturen herausarbeiten. Also ein ganz klassisches Beispiel wäre die Auseinandersetzung Auguste Rodins mit Michelangelo oder überhaupt Michelangelo, der sozusagen eine Inspirationsfigur für weite Teile der nachfolgenden Skulpturgeschichte geblieben ist. Hier jetzt im Falle von Valentin würde ich sagen, das ist Interpikturalität im Sinne von Intermedialität. Also hier wird sozusagen im Sinne des Paragone auch, also des Wettstreits der Künste, ein Medium in ein anderes transformiert oder eine Gattung in ein anderes transformiert, in dem Fall jetzt eben antike Sarkophage, die dann gemalt werden. Und also ich würde das sozusagen, wenn wir es jetzt auf der Begriffsebene verhandeln würden, als Beispiel von intermedialen Bezugnahmen oder einem intermedialen Dialog sehen. Da ist sicherlich Valentin nicht der Einzige. Aber kann ich hier nochmal nachhaken, weil ich habe mich eben gefragt, also intermedial ist ja nur, wenn verschiedene Medien, und da sprechen wir, also glaube ich zumindest nicht von verschiedenen Gattungen desselben Mediums, sondern von verschiedenen Medien. Und sonst wäre es ja Intramedialität, also Interpikturalität und falls es so etwas gibt wie Interskulturalität, das wäre ja jeweils ein Fall von Intramedialität. Das stimmt, da stimme ich Ihnen zu. Da müsste man sozusagen nochmal eine Feinabstimmung der einzelnen Begriffe vornehmen. Also das ist richtig so, ja. Vielen Dank. Ich notiere mir das und denke nochmal darüber nach, über diese einzelnen Begriffsdimensionen. Ja, vielen Dank. Ich denke auch, dass auch da der Fall ist, ne, wenn man etwas, eine Skulptur, die abgemalt ist und dann in einem Gemälde auftaucht, welches Verhältnis das dann praktisch zu einer wirklichen Skulptur hat, dass da kommt man ja auch so Fragen von anderen künstlerischen Formaten und Medien in das Gespräch, was vielleicht dann nochmal eine andere Begriffsdiskussion tatsächlich erfordert. Nur eine kurze Bemerkung dazu. Und die nächste Frage kommt von Herrn Gauli. Ja, lieber Herr Roman, vielen Dank. Ich fand den Vortrag auch sehr, sehr anregend und ich habe eine Frage zu einem Bereich, in dem ich mich genauso schlecht auskenne wie in dem Bereich der Genremalerei, nämlich Sie haben über das Verhältnis der Commedia dell'arte zu diesen Szenen gesprochen. Und ich fand es zunächst ein bisschen überraschend. Also natürlich, es geht, wenn ich das richtig sehe oder weiß, in beiden Fällen um relativ feste Typen. Soweit konnte ich das gut nachvollziehen. Andererseits wurde ja gerade in Ihrem Vortrag immer deutlicher, dass
es in den Szenen, die Sie beschreiben, vielleicht weniger um Dialog von Worten, sondern von Dialog von Blicken etwa geht, die miteinander kommunizieren. Und da frage ich mich, inwieweit da die Commedia dell'arte, die, wenn ich jetzt, muss ich Barbara Kuhn vielleicht auch fragen, wenn ich recht weiß, ja mit Masken gespielt wurde und insofern da also von einem Dialog der Blicke man sich auf der Bühne der Commedia dell'arte eigentlich vielleicht das nicht so recht vorstellen kann. Mhm. Also wie weit reicht diese Parallelität, die Sie da sehen? Ich hatte in dem Zusammenhang versucht, deutlich zu machen, dass das, was wir bei Valentin sehen können, sozusagen grundsätzlich mit Theaterstrukturen in einer gewissen Hinsicht konvergiert. Es sind also Figuren und die tun irgendwas oder tun auch nichts. Und gleichzeitig, und das war sozusagen der Punkt, den ich betonen wollte, entfernt er sich in seinen Gemälden von solchen Handlungslogiken, also von allzu festgefahrenen Typen, die sozusagen auch immer nach einem bestimmten Schema, das dann wieder variiert wird, agieren. Also man kann sicherlich sagen, die Wahrsagerin beispielsweise aus der Zingaresca-Literatur ist ein bestimmter Typus, der immer wieder auftaucht. Und hier gibt es auch sozusagen Übertragungen von Theater und zum Gemälde. Das ist auch von Olivier Bonfait beispielsweise sehr gut nachvollzogen worden, wie hier bei Caravaggio auch gerade solche Literatur eine Rolle spielt. Aber mir war es sozusagen gleichzeitig wichtig, dass Valentin gerade mit diesem der Betonung auf das Melancholische oder auf Figuren, die eben nicht mehr handeln, die eben nachdenklich sich präsentiert, eine Distanz auch zu der Welt des Theaters, in der es um Handlungen, um schematisierte Handlungen, um feste Plots geht, die sozusagen immer wieder neu aufgeführt werden, bei denen auch das Publikum, wenn es ein bisschen daran gewöhnt ist, schon ungefähr den Ausgang der Handlung kennt und dann doch noch mal hier und da eine neue Variation hat. Also was Sie sagen, würde ich vollkommen nachvollziehen. Auch gerade die Maskenhaftigkeit, die bei Valentin in der Form sicherlich nicht auftritt. Es wäre jetzt noch mal was ganz anderes, wenn man das sozusagen auf die weitere Geschichte der Genremalerei ausdeuten würde, wenn man beispielsweise von hier ins Venedig des 18. Jahrhunderts blickt und da eine Konstellation von Künstlern hat, wie den Genremaler Pietro Longhi, der eher am Theater Goldonis, auch da blicke ich zu Barbara Kuhn, weil sie dafür die Fachfrau ist. Also Pietro Longhi, der sich orientiert am eher realistischen, sozial porträtierenden Theater eines Goldoni und dagegen, wenn man einen weiteren Maler nimmt, das müsste man jetzt natürlich alles an Bildbeispielen genauer exemplifizieren, ein Künstler wie Gian Domenico Tiepolo, das war der Sohn des viel berühmteren Giambattista Tiepolo, der ganz offensichtlich sich an der Commedia dell'arte orientiert hat, also auch an den Maskenfiguren Pulcinella etc. Also ich habe sozusagen versucht, eher mit dem Verweis auf die Commedia dell'arte den weiteren Horizont der Genremalerei abzustecken, von dem sich Valentin interessanterweise gerade distanziert. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich sehe im Moment keine Wortmeldung. Dann würde ich jetzt einmal kurz... Ist jetzt zwei Wortmeldungen, aber jetzt habe ich auch eine Frage, bevor ich weitergebe. Zum einen fließt es an die erste Frage von Barbara Kuhn an, weil ich mich auch gefragt hatte, inwiefern was Sie praktisch haben in dieser Verinnerlichung, was Sie auch eine Verweigerung des Dialogs, also inwiefern praktisch eine Verweigerung des Dialogs gerade auch mit den anderen Figuren im Bild als Dialogform gelesen werden kann oder gesehen werden kann, wenn praktisch eine Introspektion auf sich selber auch eine in dem Ausfluss der anderen Figuren eine Hinwendung zum Betrachter oder zur Betrachterin bedeutet und auch inwiefern eine
Vortäuschung eines Dialogs, also eines Interagierens mit, sag mal, jetzt sprichwörtlich offenen Karten, eigentlich verdeckt, was wirklich passiert, nämlich dieses Hintergehen, wo es praktisch kein gleichberechtigtes Miteinander, kein Austausch gibt, sondern dieser Betrug. Aber eine zweite Frage, die mich auch von am Anfang beschäftigt ist, also würden Sie denn sagen, dass ich, also wenn man spricht davon, also so diese Genremalerei, anderer Begriff in der Literaturwissenschaft wäre Genre Fiction oder Populärgattungen, ob jetzt auch in modernerer Weise so Kriminal oder Romanze oder Science Fiction, dass man da relativ feste Rezeptionshaltungen hat, Erwartungshaltungen. Und würden Sie dann, und das hat man ja wohl bei der Genremalerei auch gehabt in dem Zeitraum, und würden Sie sagen, dass gerade diese festen Erwartungshaltungen es praktisch eingeladen haben, diese im dem Zuge der Zeit zu ambiguisieren, die praktisch in eine ambivalentere Struktur umzubilden? Und wenn man die dann wiederum einfließen lässt in die etablierteren Gattungen wie die Historienmalerei, dann da auch wiederum Erwartungshaltungen so festere Strukturen von oder Urteile über historische Begebenheiten oder was dargestellt ist oder Sakrales brechen kann. Also praktisch die Ambiguisierung der Genremalerei beim Rückfluss in die Hochgattungen praktisch da weiteren Effekt hat. Vielen Dank. Das sind zwei sehr wichtige Dimensionen und Fragen, die Sie ansprechen. Ich fange mal gleich mit der zweiten an. Also man muss bedenken, zwei Faktoren für die Beantwortung der Frage. Die Genremalerei ist um 1600 noch nicht so weit entwickelt, dass man schon von einem sehr großen Publikum sprechen könnte. Also wenn wir im frühen 17. Jahrhundert, wenn wir ins 17. Jahrhundert blicken, also zum Beispiel die holländische Genremalerei, Jan Vermeer, Pieter de Hoogh, Gerard ter Borch, da haben wir die Situation, das ist auch sozusagen zahlenmäßig gut belegt, dass es eine unglaublich hohe Produktion an Genreszenen gab, die auch nicht nur einem kleinen Sammlerkreis vorbehalten waren, wie wir es bei Valentin haben, sondern da wurde wirklich eine Spezialisierung vorangetrieben. Da gab es auch, anders als bei Valentin oder Caravaggio, in großer Zahl Maler, die sich sozusagen auf diese Gattung festgelegt haben. Also Vermeer wäre so ein Beispiel, oder Gerard ter Borch, der so ein paar Porträts noch gemalt hat, aber vor allem als Genremaler bekannt geworden ist. Das heißt, im 17. Jahrhundert hätten wir in Holland die Situation, dass es einerseits die Erwartungshaltung, von der Sie sprechen, schon weitaus verfestigter ist, konventionalisierter ist, einfach durch die größere Menge an Genreszenen. Und gleichzeitig aber auch das Publikum, dadurch, dass es sich um den Kunstmarkt handelt, sehr viel weiter diversifiziert hat. Wenn wir von hier zurückblicken auf die Zeit Valentins, man sieht ja sozusagen auch die enge Orientierung an Caravaggio, dass das hier sozusagen noch in einem sehr viel engeren Kreis diese Fragen verhandelt worden sind. Das macht einerseits eine gewissermaßen Einengung der Motivik. Es gab einfach noch nicht so viele Motive, die schon eingespielt gewesen wären. Gleichzeitig erlaubt es aber auch jemanden wie Valentin, auch um sich sozusagen ein Publikum zu erarbeiten, andere Motive oder andere Strategien zu wählen. Also wir sind hier in einer Zeit, in der die Gattungshierarchien zwar einerseits schon existieren, aber nicht wie im 17. Jahrhundert schon ganz fest als Hierarchien existieren. Das wäre dann wiederum sozusagen die Zeit Frankreich, 17. Jahrhundert, die französische Akademie, da werden wirklich hierarchische
hierarchische Abfolgen mit der Historienmalerei ganz unten und der Stilllebenmalerei als Fachmalerei ganz oben und die Stilllebenmalerei ganz unten werden hier sozusagen auch in festes Ordnungsschema gedrängt. Also vor dem Hintergrund würde ich sagen, es gibt gewisse Rezeptionshaltungen, das Ganze ist aber eher in einem relativ kleinen Sammlerkreis und somit sind die noch nicht so eingespielt und dadurch gibt es sozusagen wiederum gewisse Freiheitsräume auch für solche Gattungsmischungen oder für das Spiel mit den Rezeptionshaltungen, die mit den Gattungen einhergehen. Jetzt muss ich nur mal kurz überlegen, was die erste Frage war, wenn Sie nur mal mir ein Stichwort nennen, dass ich da zurückfinde. Das war. Es war noch ein bisschen so ein Anschluss an die Frage von Barbara Kuhn, also ob man praktisch Verweigerung von Dialog und Dialogvertäuschung als auch Dialogangebot an den sehen kann, der das Bild betrachtet praktisch. Genau. Also ich würde sagen, natürlich, ein Gemälde kann nicht sprechen und kann nicht die zeitliche Abfolge des Dialogs sichtbar machen, weil eben nur ein Moment gezeigt wird. Und deswegen würde ich sozusagen diese Schwundstufe des Dialogischen oder die reine Initiation eines Dialogangebots durch die Blickaufnahme als das sozusagen Dialogische, was dieses Medium hergibt, bezeichnen. Aber auch hier würde ich wieder zustimmen, die Tendenz bei Valentin ist stärker, die sich sozusagen zurückzuziehen oder sich zu fokussieren auf die Enddialogisierung. Man könnte jetzt damit sozusagen medientheoretische Überlegungen, die irgendwo bei Lessing enden würden, sich die Frage stellen, ob das dem Medium der Malerei vielleicht eigen ist, dass die Figuren schweigen. Aber das wäre nochmal eine ganz andere Dimension und eine ganz andere Epoche auch, in der diese Fragen dann nach Bild und Text, Medium ohne Zeit, Medium mit Zeit, verhandelt worden sind. Ja, vielen Dank. Es gab jetzt noch zwei Wortmeldungen von Herrn Zimmermann und Herrn Schmidt. Robert, du zuerst. Ja, wir sind ja auch schon sozusagen fast am Ende des heutigen Vortrags. Ja, deshalb vielleicht ganz kurz, Herr Brabant, ich weiß nicht genau, ob ich das richtig verstanden habe, aber ich habe mehr aus der Vorstellung von Herrn Dietrich entnommen, dass es in Ihrem Projekt im Zusammenhang mit Ihrer Habilitation auch darum geht, so etwas nachzuzeichnen wie die Herausbildung eines sozioanalytischen Sehens. Auch mit Bezug auf diese Malerei. Das finde ich sehr spannend, das würde mich sehr interessieren. Ich habe so ein bisschen immer so eine Spannung wahrgenommen zwischen sozusagen Ihren Bemerkungen zu den Handlungen, zu den sozialen Interaktionen, die dargestellt sind, und dem Psychologischen, dem Melancholischen und so weiter. Und mir ist in dem Zusammenhang aufgefallen, dass man natürlich in so einer sozioanalytischen Perspektive den Melancholiker immer auch als sozialen Typus sehen würde. Deshalb ist möglicherweise diese Spannung so ein bisschen zu eng, war mein Eindruck. Ja, vielen Dank. Das ist ein sehr guter und sehr wichtiger Punkt, weil ich tatsächlich jetzt in diesem Vortrag diesen Aspekt des Sozialanalytischen weniger betont habe als den des Psychologischen, wobei man natürlich sagen muss, also wenn sozusagen man bei Valentin weiter überlegen würde, dann gäbe es natürlich ganz vielfältige Anknüpfungspunkte für diese sozialanalytische Dimension. Also man denke an die Wahrsagerin, die früher hätte man Zigeuner gesagt, das sagt man natürlich heute nicht mehr, die sozusagen auch einer Randposition der Gesellschaft entstammt, so wie er überhaupt bei Valentin. Ist ein ganz interessanter, aber auch bei Caravaggio und den anderen Caravaggisten ist ein interessantes Phänomen ist, dass immer wieder Figuren aus niedrigeren Milieus, das wäre jetzt auch ein anachronistischer Begriff, gezeigt werden, also Kartenspieler, Soldaten und so weiter, auch Handlungen, die dem, also in Teilen von Valentins Werk, die einem niederen Milieu, einer Randexistenz, wieder anachronistisch gesagt Bohème-Existenz entsprechen würden, das Leben in den Wirtsstuben etc. Und das steht aber eben, und
da würde ich sozusagen Ihre Bemerkung, dass hier eine Spannung herrscht, würde ich gerne aufgreifen wollen und sogar auch noch weiter dehnen, weil das ja wiederum bei Valentin dann immer wieder in Zusammenhang gebracht wird mit Requisiten, wie beispielsweise diesem Quader, die wiederum einer anderen Lebenswelt entstammen, die sich sozusagen an das gebildete Publikum orientieren. Es ist vor dem Hintergrund ganz interessant. Natürlich ist Caravaggio, der übrigens nur drei Genreszenen oder ein paar mehr, also drei sind sehr bekannt, die zwei Versionen der Wahrsagerin und die Fallspieler, es gibt noch einige mehr, Musizierende, dass Caravaggio ja grundsätzlich ein Maler war, der immer wieder in seinen Gemälden und ganz konsequent, ich würde auch sagen konsequenter als Valentin, sich orientiert hat an Randexistenzen der Gesellschaft. Also man hat im Tod Mariens eine Figur, von der man die Diskussion war, wer ist diese Frau? Oder man denke beispielsweise an die berühmten schmutzigen Fußsohlen, die immer wieder bei Caravaggio auftauchen. Das sind ja auch sozusagen Marker für eine bestimmte soziale Herkunft. Und da dringt sozusagen Caravaggio auch wirklich in die klassischen Bildformen ein und revolutioniert sie. Also vollkommen richtig, wenn man sich sozusagen nicht so auf das Psychologische orientieren würde, sondern stärker nochmal den sozialanalytischen Aspekt, dann sind diese Bilder auch unglaublich reichhaltig, weil sie einfach mit Typen, die bestimmten Schichten zugeordnet werden, spielen und gleichzeitig, und das war mir ebenso wichtig, in den Rezeptionsformen auch neue Betrachtungen oder Brüche einfach bringen durch die Melancholikerfigur, die nochmal eine andere Herkunft hat, eher einem humanistischen Diskurs entspricht. Aber ich greife das auf und denke weiter darüber nach. Danke. Vielen Dank. So noch zum Abschluss noch Herr Zimmermann. Und dann haben wir noch Zeit für eine kurze Frage, eine kurze Antwort, denke ich, von allen noch Zeit. Ja, da mache ich es auch ganz kurz, stichwortartig. Erstaunlich ist ja die enorme Verfestigung dieser Themen, nämlich A, Kartenspieler und B, Wahrsagerinnen. Und man hat dann fast den Eindruck, als würde das zu einem Vorwand, um da hinterher sehr allgemeinmenschliche Dinge zu diskutieren. Und da gibt es im Grunde drei Ebenen, nämlich man kann es immer auch moralisierend sehen, nicht? Und dann fließt das Psychologische und das Typisierende, das Soziale eng zusammen. Nicht? Und meine Frage wäre einfach auch ein bisschen vor dem Hintergrund von Wolfgang Brassats neuem Buch, Das Bild als Gesprächsprogramm. Ach, das ist draußen. Muss ich gleich notieren. Sehr gut. Ja. Oh. Und ob da nicht geradezu für die Betrachter vor allen Dingen so eine Art Sekundärdialog über den im Bild getriggert wird. Und der ruft eben dann diese Ebenen, die ich eben skizziert habe, auf den Plan. Und zu Robert vielleicht kurze Bemerkung. Die Motive sind auch deswegen so interessant, weil fast immer ein Clash zwischen zwei Milieus da reinkommt. Nämlich der naive, schöne, reiche Kunde der Wahrsagerin und meistens ist der auch einer der Spieler, nämlich in der Regel der da betrogen wird, nicht? Und die durchtriebenen Leute, die da sonst noch so am Tisch sitzen, nicht? Und vielleicht auch die Bemerkung, die Betrachter, die gehörten natürlich zu dem Milieu des naiven Schönlings da. Und das konditioniert deren Gespräche auch über sich selbst und über ihre eigenen Defizite gegenüber den Milieus, die da eben plötzlich neu in die Malerei einwandern. Nicht? Dieser Clash der Milieus, nicht? Wenn wir dann noch eine Anführungszeichen Zigeunerin da drin haben, dann wird es noch pointierter. Also die Frage wäre, wie ist dieser Clash der Milieus, auch das ein anachronistischer Ausdruck, bilderzählerisch ausagiert und wie könnte das auf
das Gesprächsprogramm, nicht? Das eben die Leute, die vor dem Gespräch sitzen, durchgezogen haben, die könnte das sich ausstalten, und vor allen Dingen gibt es dazu irgendwelche Quellen. Vielen Dank, Michael. Also das mit den Quellen ist in diesem Fall wirklich schwierig, weil das einfach mündliche Gespräche vor den Werken waren. Mit Marino beispielsweise hätte man einen Autor, bei dem es auch in seiner Galeria auch irgendeine Auseinandersetzung mit Caravaggio, aber eben doch auch auf einer anderen, eher poetischen Ebene, also nicht als Transkription eines Gesprächs in dem Sinn, solche Fragen verhandelt worden sind. Aber nochmal, um den ersten Teil deiner Frage aufzugreifen, das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Verfestigung oder die Konventionalisierung dieser Motive, die dann durch immer neue Variationen abgewandelt werden. Man könnte ja dieses Motiv der Wahrsagerin sowohl, das ist halt ja nicht nur Konjunktur in dieser Zeit, sondern man könnte es in die Vergangenheit und vor allem auch in die Zukunft weiterverfolgen. Also man denke beispielsweise, auch da müsste man das Bild jetzt zeigen, bei Piazzetta im 18. Jahrhundert in Venedig, da wird sogar diskutiert, ist das überhaupt eine Wahrsagerin-Szene, auch ein recht großformatiges Gemälde, wo sozusagen die von der Verfestigung des Motivs ausgehend dann sich immer größere Freiheiten erlaubt werden, bis hin zu dem Punkt, dass man das ikonografisch gar nicht mehr so einfach bestimmen kann, ob es sich darum überhaupt handelt. Also man hat sozusagen zwei gegenläufige Bewegungen. Auf der einen Seite die Verfestigung und auf der anderen Seite vor dem Hintergrund der Verfestigung eine immer größere Freiheit, wie man mit diesen Motiven umgeht und auch sozusagen nochmal neue Deutungsmöglichkeiten oder einen größeren Reiz an Deutungsmöglichkeiten für die Betrachter vor dem Bild evozieren kann. Ja, vielen Dank für die abschließende Antwort und vielen Dank nochmal für Ihren spannenden Vortrag und auch jetzt die Diskussion, auch allen Teilnehmenden, allen, die zur Diskussion beigetragen haben. Ja, damit ist unsere erste Veranstaltung für dieses Jahr beendet. Ich darf mich bei allen bedanken. Unser Programm, denke ich, wird dann im neuen Semester weitergehen, wenn alles einigermaßen gut geht, dann wahrscheinlich auch in Präsenz oder in hybrider Form. Ich hoffe, dass wir Sie dann auch wieder alle begrüßen können oder uns auch dann wirklich sehen können, nicht nur digital. Dann wünsche ich allen einen schönen Tag. Nochmals vielen Dank und auf Wiedersehen. Machen Sie es gut. Dankeschön. Dank auch von meiner Seite an die Fragen. Mhm.